Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich wollte mal gucken, was Alaba kostet. Das mache ich jetzt auch gleich. Ich werde mir jetzt nicht kaufen. Also ich glaube auch nicht, dass wir den jetzt leisten können. Ich glaube, da kostet mehr als 130.000. Ja, 200.000, okay. Ja, das ist es mir auf jeden Fall noch nicht wert. Also könnten wir uns sogar leisten, wenn wir unsere Spieler verkaufen. Jetzt nicht nur wegen Mertens. Wir haben auch noch andere Spieler, oder ich habe noch andere Spieler, die ich verkaufen könnte. Aber das ist er einfach jetzt noch nicht wert. Dafür haben wir noch viel wichtigere Positionen, nicht mit den Top-Spielern besetzt. Da wäre mir ein Reus. Aber was kostet denn ein Reus? Was kostet denn ein Reus? Was kostet denn ein Reus? Reus ist so ein Spieler, der wird auch jetzt nicht so schnell fallen. Der wird auch nicht auch mehr kosten als 130.000, denke ich. Ist das gerade ein totaler Schnapper, die 125.000? Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Oh, scheiße, es war ein Fehler. Hier kostet einer noch 124.000. Ja, ich dachte halt, ich hatte halt Angst, dass wenn ich jetzt noch hier bis ganz nach hinten klicke, der ein oder andere kann es vielleicht nachvollziehen, dass wenn ich jetzt bis noch ganz nach hinten klicke, dass dann der weg ist, wenn ich drauf biete und dann sehe ich, ja geil, 125.000 mal ein totaler Schnapper, weil der nächst billigste ist 170.000. Das habe ich gerade gedacht. Deswegen habe ich, aber es ist trotzdem jetzt nicht, ich meine, der hat 124.000 gekostet und es ist ein linker Flügel. Ich brauche ja einen linken Mittelfeldspieler. Es war jetzt einfach fast schon ein Panikkauf, weil ich dachte, oh, das ist preiswert. Ja, dann haben wir jetzt Reus, dann werde ich natürlich auch direkt mal testen. Es ist, denke ich, auch nicht so schlecht. Ich meine, Ribéry war jetzt auch nicht wirklich schlimm auf der Position, aber Ribéry ist auch noch ein bisschen was wert, wenn jetzt also Reus funktioniert, dann können wir Ribéry austauschen und Ribéry ist natürlich nicht so gut wie Reus. Reus hat die deutlich besseren Werte. Seine Sprintgeschwindigkeit ist gut, Stellungsspiel, Abschluss, Schusskraft, Fernschuss im Volley ist alles geil. Er ist, glaube ich, auch 4 Sterne auf dem Schwachen, genau. Übersicht, Freistoß, kurzer Pass, langer Pass, Beweglichkeit, Balance, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling. Da ist es ja eigentlich schon sinnvoll, ihn trotzdem Engine zu geben. Noch ein bisschen mehr Pace rauszuholen, besseren Pass, besseres Dribbling. Ich glaube, Abschluss reicht mir eigentlich schon, weil zu oft kommt einfach der auf der Position nicht zum Abschluss. Ausdauer scheiße, aber wechsle ich eh immer auf der Position. Ja, ich werde ihn Engine geben. Okay, spontaner Kauf von Reus. Aber ist, denke ich, jetzt auch keine schlechte Idee. Und geht vom Preis. 125.000 bin ich auf jeden Fall bereit zu bezahlen. Und wie gesagt, Ribéry hat ja auch ein bisschen was gekostet. Okay, 20.000. Ich hatte gedacht, da kostet mehr. Mal gucken, was im momentanen Wert ist. Oh, im Preis gestiegen. Nice. Wir würden sogar Gewinn machen mit ihm. 10.000 mehr. Geil. Sehr schön. Aber natürlich wird jetzt erstmal, wie viel hat er jetzt hier? 52 Spiele, 19, 19 durch 2, 19 durch 52. 0,36 Scorerpunkte. Das ist halt schon sehr gut für einen Außenmittelfeldspieler. Also da muss ich Reus jetzt erstmal durchsetzen. Reus war, glaube ich, in der letzten Weekend League, in der letzten Saison, bis wir dann irgendwann mal den Foot Champions, ach, jetzt fällt mir wieder nicht ein, wie er hieß. Aber er war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang mein bester Außenmittelfeldspieler, der Reus. Ach, bitte, ich sage jetzt nicht, dass ich wieder keine Engine habe. Die ist doch total teuer. Doch, habe ich. Sehr geil, dann testen wir also jetzt Reus. Und los. Und Kruse, ich habe dir es gesagt, Raphael hat ja nichts gezeigt, obwohl er zwei Spiele sogar noch mal eine Chance hatte aus Versehen. Und jetzt muss halt Kruse zeigen, dass er kann und will. Aber bei Kruse habe ich ehrlich gesagt auch mehr Potenzial gesehen als bei Raphael. Obwohl Raphael halt auch ähnlich viele Scorerpunkte gemacht hat. So, das ist ein gutes Team auf jeden Fall. Vor allem mit Insigne und Mertens halt und Gomez auch noch. Also wieder mal ein ultraschneller Sturm. Und Insigne und Mertens sind halt zwei Spieler, die ich gar nicht gerne verteidige. Ich glaube, ich werde ja auch mit Defensiv anfangen.
Jetzt konzentrieren, nicht viel reden, einfach nur konzentrieren und gut spielen. Direkt der erste gute Abschluss von Kruse. Und die Ecke. Achso, ich hätte mal die Spielerrollen neu machen sollen, fällt mir gerade ein. Aber ich glaube, Kimmich macht das dann trotzdem auf der Position. Oh, Jarmolenko ist halt 1,89, deswegen geht er immer mit da. Das war dumm. Schade, aber ich musste abschließen, da war niemand mehr, den ich hätte cool anspielen können. Leider ein guter Spieler, kommt nicht dabei. Also er macht es halt sehr überlegt und abwartend. Es wird schwer, das Spiel. Oh, da haben wir Glück, dass Ginter am Weg steht. Es war halt gut rausgespielt. Das war einfach nur Luck. Jetzt müsste mal jemand kommen. Krass, wieder mit dem schwachen Rechten so einen gefährlichen Schuss rausgehauen. Das ist echt krass bei Jarmolenko. Schön gemacht mit Ginter.
Oh, ich wollte ihn nicht lupfen. Fuck! Also es könnte hier auch deutlich anders aussehen, aber ich denke, wir haben das Spiel dominiert, aber der Gegner hatte die bessere Abschlusschancen. Deswegen, es könnte auch 2-2 stehen, es könnte auch 2-0 stehen für irgendeine Seite, es könnte auch 3-2 stehen, 2-1. Ich weiß nicht, ob es verdient ist, dieses Unentschieden. Es ist schwer, weil das Problem ist, der Gegner hat die bessere Abschlusschancen. Ich war aber insgesamt viel dominanter, deswegen, ist vielleicht wirklich noch verdient, dieses Unentschieden. Schade. Wenn die Ecken mal gefährlicher kommen würden, aber wir haben noch kein einziges Kopfballduell gewonnen. Krass, wir haben eins gewonnen. Ist es Kruse? Ist es wirklich Kruse? Krass. Kruse mit dem Kopfballtor. Und was für eins? Ich hätte halt niemals gedacht, dass der reingeht. Ich dachte, der geht daneben oder der Torwart hält ihn. Was ist denn da los? Hat der Torwart ihn zu spät gesehen oder was? Alter, das ist dann Torwartfehler, oder? Der macht ja gar nichts, was war das denn? Aber egal, geil, gefährliche Ecke, ich hab's gesagt. Scheiße, da wollte ich nicht hinpassen. War nicht der Plan. Schade. Aber geil von Reus und auch schöner Schuss. War natürlich schwer, da ein Tor zu schießen. Da kommt mal noch jemand Zweites? Da war einfach niemand mehr zum Anspielen, das war gerade das Problem. Schwacher Abschluss. Die wollen wahrscheinlich flach ins lange Eck schießen oder er wollte wirklich ins kurze schießen, das versteht er aber dann nicht. Hat er eigentlich genügend Zeit, um ihn da ins lange zu schießen? Och, danke Radecki. Ach, ich habe aufs Klären gedrückt noch, schade. Oh, aber kommt sogar. Ja, auf jeden Fall wechseln, das ist zu riskant, dieses 1-0. Ich glaube, ich will einfach nur Reus auswechseln. Oh, das war knapp. Gut verteidigt von ihm. Schwacher Pass eigentlich, weil gedeckt, hat halt das Glück, dass er trotzdem ankommt.
Ja, Kruse hat jetzt logischerweise, wenn wir das Spiel jetzt vor allem mit seinem Tor gewinnen sollten, sich ein weiteres Spiel verdient. Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich glaube, es geht auf Pressing oder so. Es war einfach nur ein schwacher Pass von Schmelzer. Vielleicht sollte ich doch die 200.000 in die Hand nehmen. Jetzt brauche ich nicht mal wechseln, verdammt nochmal. Ja, so soll er halt diesen Abschluss, den er gerade gemacht hat, direkt machen, aber den macht er leider nicht, sondern nimmt den Ball erst nochmal an. Gehen wir natürlich auf Zeitspiel. Macht er leider gut, das nicht. Kann es sein, dass er nicht mehr mitgespielt hat, also nicht mehr verteidigt hat oder so? Also, ich glaube es. Ich konnte es nicht wirklich mitbekommen, weil ich habe nicht darauf konzentriert, wo der Pfeil vom Gegner war. Aber ich glaube, er hat nicht mehr mitgemacht. Hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr. Gut für mich. 2-0. Wichtiges Tor von Kruse. Ultra wichtiges Tor. Jetzt können wir auch weitermachen. Das war ja von einer Stunde, als ich Pause machen wollte. Schuss kam erst von Goretzka und ein schönes Tor von Kruse, schnibbelt ihn ja selber ein bisschen an. Ja, ich hätte nicht mehr. Ah ja doch, er macht noch was. Aber jetzt macht er nichts mehr. Alter Kruse, warum machst du das Ding nicht? Idiot! Mann, das wären 2 Scorer-Punkte für dich gewesen. Das hast du nur eingemacht. Du bleibst trotzdem ein Spiel, weil du ein wichtiges Tor für uns gemacht hast, aber trotzdem traurig. Tore! 0! 0! 0! What? Wie 0? Der hat doch ein Kopfballtor gemacht. Oh, jetzt hat er wieder keinen Scorer-Punkt. Was ist denn hier los? Müssen wir nochmal angucken, das Tor. Ach so, das zählt dann wahrscheinlich als Eigentor, oder? Hier. Aber hier ist doch Kruse dran. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Dann fliegt Kruse halt raus. Er hat auch am Ende dieses scheiß Ding nicht reingemacht. Er hätte einfach nur das letzte Tor machen müssen und wir hätten gar nicht über diese Situation reden müssen. Sorry, Kruse, du hast Potenzial. Und wenn es keine Rangis geben würde, dann würde ich dich auch spielen. Bist auch noch verletzt. Herzlichen Glückwunsch. Aber so muss ich ihn einfach rauskicken, es bringt nichts. 2 Spiele auch noch. Oh, hab ich was zum Heilen, bitte. Ja, Fuß. Ja, dann mach's gut, tut mir echt leid. Und passt auf, Arangis wird direkt einen 5er-Pack schießen oder so im nächsten Spiel. Ich verstehe das nicht. Ja, das ist noch gar nicht so geil von ihm. Meine Fresse. Gerade der Abschlusswert, der ist Katastrophe. Ich meine, durch Deadeye wird er halt schön geboostet, klar. Er hat aber jetzt keinen mega krassen Fernschuss und ich glaube, Deadeye boostet auch Fernschüsse nicht extra. Also ich kann es nicht nachvollziehen, was da los ist. Ich verstehe es einfach nicht. Er hat halt einen richtig geilen kurzen und langen Pass. So, wie viel hat er denn? Ja, brauchen wir gar nicht gucken. Er hat... oh, Moment, sehe ich das richtig, dass er nicht mehr... Er hat
80, 120. Er hat 120 Scorerpunkte in 124 Spielen. Er ist nicht mehr mit seinem 2 Scorerpunkten pro Spiel. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Dann muss ich ihn wohl doch auswechseln. Kleiner Scherz. So, Calcio, ich würde nachmachen. Ich glaube, das ist das letzte Spiel für diese Aufnahmesession, die ich jetzt hier eingelegt habe mit insgesamt 6 Spielen. Ich hätte echt Bock auf Alaba, aber er schmelzt und macht immer mal irgendwelche Scheiße, aber es ist einfach, Alaba ist mir noch zu teuer. Und wie gesagt, Schmelzer macht ja eigentlich auch einen guten Job und die Position ist nicht so wichtig. Wie spät ist es? Ja, ein Spiel schaffe ich noch, sehr gut. Come on! Das Spiel jetzt bitte auch noch gut spielen, konzentriert spielen und gewinnen. Und dann mal gucken, ob ich heute Nacht wieder eine Nachtsession einlege. Was haben wir denn da? Ein Player of the Month, Mané. Das war auch der krasse Spieler, der besser als Reus war in der letzten Saison, aber danach kam Reus. Er hat einen 76er Sanchez gespielt, okay. Der wird irgendwie nicht mehr so oft gespielt, weil er wahrscheinlich einfach, ja, 76er ist. Was war er letztes Jahr? 78er, kann das sein? Da wurde er echt super oft gespielt, vor allem im Bundesliga-Team, aber auch in Hybrids. Ja, ziemlich verkackt, ne? Bei den Bayern sich nicht durchgesetzt, jetzt in England wohl noch schlechter. Er hat bestimmt jetzt auf ein 4-1-2-1 so gewechselt, oder? Okay, konzentrieren, come on. Auch das wieder schneller Sturm. Ich glaube, auch hier beginne ich mal auf Defensiv. Nicht auf Ballbesitz, hoher Druck und dann auf Defensiv. Ja. So, Icardi. Tendenz steht zu, du bleibst, aber ist. Erst wenn Mertens verkauft ist, kannst du dir deiner sicher sein. Und selbst dann kann ich ihn zurückkaufen. Schade. Hatten eigentlich den Ball. Das kann die Grätsche von mir, aber ich dachte, ich krieg den Ball. Zum Glück habe ich nicht den Spieler getroffen, weil den Ball hatte ich auch nicht. Ich wollte passen, aber nicht in die Richtung. Das war dann aber auch ein Rückpass. Ganz komisch. Was das gerade war. Aber egal, konzentrieren wir uns wieder. Sanchez. Oh, ich habe direkt auf Passen gedrückt. Gute Roulette. Oh, ich wollte gerade sagen, gut rausgespieltes Tor, aber er macht es zum Glück nicht. Aber es war ein sehr gutes Roulette auf jeden Fall. Wäre ein geiles Tor gewesen. Nice, ein Sieg, ne?
Ich dachte, ich bin schneller. Aber Valencia ist halt auch nicht langsam. Bleiben wir mal im Ballbesitz, wenn wir den rausholen. Wieder nicht. Das Tricks ganz gerne mal, wie man sieht. Oh, scheiße, was war das denn? Fuck, das war nicht gut von mir verteidigt. Das hätte ich anders verteidigen müssen. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist leider meine Schuld. Tja, mit Mertens hätten wir halt jetzt hier ein paar mehr Optionen, logischerweise, weil er einfach schneller ist. Verdammt! Fuck. Oh, und der kommt dann auch noch so geil, ey. Sorry, ja, das ist nicht verdient. Das ist nicht geil rausgespielt. Weil wir nämlich komplett dran waren an seinem scheiß Roulette und er trotzdem es irgendwie schafft, diesen verdammten Ballbesitz zu behalten. Mann. Das war krass von Insigne. Das ärgert mich, dieses Tor. Oh. Aber er hatte gute Abschlusschancen, von daher, ich weiß nicht, vielleicht stellt man um aufs 4. Ach, jetzt habe ich nicht gesehen. Aufs 4-1-2-1-2. Nee, wo sehe ich denn das jetzt? Ne? Nee, wo ist denn jetzt die Statistik? Ist denn eigentlich zum Abschluss gekommen? Und der Gegner nicht so gut. Ich probiere trotzdem erstmal das 4-1-2-1-2. Zählt es jetzt? Oh, ich meine, ich muss noch mal rein. Ah, es zählt.
Bisschen durchgestümpert, ein bisschen durchgelagt, muss ich zugeben, aber der Gegner hat auch Glück bei seinem Abschluss. Oder bei seiner Vorlage, von daher. Und das ist dann halt ein starker Abschluss von Brozovic. Weil da hat er auch einfach eine gerade Linie, die er mit seinem starken Fuß schießen kann. Och nee, und dann direkt wieder im Anschluss so ein beschissenes Pace-Tor. Halsmaul. Er kommt halt nur mit seinem dreckigen Mané durch, weil er so schnell ist. Egal. Machen wir jetzt einfach auch. Ich mache einen normalen Pass, er spielt einen Laufpass, danke. Scheiße, das war dumm von mir. Oh, ich bekomme wieder nicht den Spieler, den ich will. Fuck! Ich stelle wieder auf die andere Formation. Ich habe jetzt eh keine zwei Tore mehr, aber egal. Zum Kotzen, ey. Scheiß Pace. Einfach nur beschissener Pace-Konterspieler. Nichts anderes. Ja, er konnte spielen und er kann dribbeln, aber trotzdem. So gut wie kein Kombinationsspiel. Einfach nur die Trottel durchrennen lassen und dann versuchen, im richtigen Moment zu passen. Und meine Scheißspieler machen natürlich auch wieder alles auf. Ja, er soll halt direkt passen. Anschluss. Soll auch nicht dahin spielen. Komm schon. Wenn ich gegen diese elende Peso verliere, come on.
Ja. War glaube ich kein Elfmeter. Ich glaube, er spielt zuerst einen Ball. Aber ich muss ihn erst mal treffen und irgendwie, ich weiß auch nicht, Elfmeter, es ist nicht geil in FIFA 18. Sehr geil. Wichtiges 3-3. Oh fuck, eigentlich habe ich. Oh scheiße, ich habe eigentlich gar keine Zeit für eine Verlängerung. Oh, ich Vollidiot. Fuck. Ich müsste jetzt eigentlich aufhören. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht geil. Wenn es danach ins Elfmeterschießen gibt, herzlichen Glückwunsch. Wichtig, bevor wieder irgendeinen scheiß Anschluss macht, direkt nach dem Anpfiff, lieber erstmal ein bisschen wegrätschen. Nein, das wollte ich logischerweise nicht. Scheiße! Verlängerung, fuck, ich habe keine Zeit für den Dreck. Beeilen, 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 beeilen. Toll. Bin vom Stick abgerutscht mit meinem Daumen, deswegen. Passiert mir eigentlich nicht, also ist glaube ich das erste Mal, dass passiert ist. In FIFA 18 zumindest. Oh, zum Glück. Es ist aber auch immer klappt bei ihnen. Es ist zum Kotzen. Und natürlich klappt dann das jetzt. So, was sonst? Was sonst? So eine Scheiße, ey. Ich stehe doch nur genau da. Fuck. Nice luck. Das ist natürlich jetzt bitter. In der Verlängerung verlieren. Oh, da hätte ich doch lieber in der normalen Zeit verloren, fällt mir gerade so ein. Was für eine Scheiße. Ist alles so nicht geplant, von hinten bis vorne. Ich bin auch gerade zu aufgebracht. Das kotzt mich gerade zu sehr an, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich werde es verlieren. Obwohl der Gegner gerade total scheiße spielt.
Nice luck. Fuck! In so einer scheiß beschissener Ecke, ey. Zum Kotzen. Schön tunneln. So ein Scheißlacker. Ohne Scheiß. Das ist absolut unverdient. So ein totaler Dreckspass als Tunnel. Der hätte niemals ankommen dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Da muss ich so eine Scheißverlängerung spielen, wo er dann noch zwei Lackertore macht. Geil. Ja, da wollte ich natürlich wieder nicht hinpassen. Hauptsache, wir bekommen noch eine Ecke geschenkt. Die haben echt gar keinen Bock mehr. Scheiß Ausdauer. Oh, mach doch mal mit, ihr Idioten! Kotzt mich an, wenn man dann solche Spiele einfach nur durch beschissenes Luck gewinnt, verliert. Ja, der Gegner hat nicht schlecht gespielt. Ja, es war Ausgleich. Es war, na, ich kann schon gar nicht mehr reden. Es war eine ausgeglichene Partie, aber dann soll es halt ins Elfmeterschießen gehen, verdammt. Toll, 4-5, ja, hat sich komplett gelohnt. Schöne Scheiß doch noch am Ende. Wenn er halt nicht diese scheiß zwei Lackertore macht, meine Fresse. Oh, ist das bitter, ey. Tja, es musste ja irgendwann passieren, unverdient. Gut, wir haben das eine Mal im Elfmeterschießen verloren, das ist dann halt so. Jetzt haben wir leider auch das Ziel nicht erreicht, kein einziges Mal in der Verlängerung auszuscheiden. Und haben dann hier auf jeden Fall unverdient verloren, aber ich hoffe mal, wir gewinnen auch unverdient irgendwann. Naja, was soll's, wir stehen trotzdem nicht ganz gut da. Mal gucken, ob ich ein paar Nachtspiele heute hinbekomme. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.